Jo, wieder da. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich sollte speichern. Das hätte ich vorher machen sollen, ne? Wenn ich klug gewesen wäre, hätte ich vorher gespeichert. Und ratet was? Ich war nicht klug. Speichern. Einfach, weil muss weitergehen. So. Was kann ich denn hier... Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Hätte ja sein können, dass ich da irgendwas in eine Lochkarte oder so reingeben muss. Welcher Teil Ihrer Persönlichkeit hier wohl drauf ist? Ich tippe auf den süßen Hintern. Das ist kein Teil einer Persönlichkeit. Welcher Teil? Ich tippe auf den süßen Hintern. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Damit könnte ich bestimmt die Reichweite der Fernbedienung erhöhen. Dann könnte ich Goal bequem von der Couch aus hin und her schalten. Fehlt nur noch die Couch. Was bringt mir die Brille? Was kann ich mit dieser Brille machen? Irgendwas Nützliches muss ein Blinden... Wieso kann ich nichts damit anstellen? Dafür hat Doc leider ein fauler Sack. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Ja, aber hätte er sein können? Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. In Schredder kann ich... Kann ich die anders in den Schredder schmeißen? So blöd das auch klingt, aber... Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Kann ich die Pillen reinwerfen? Ich würde diesen Schredder aber nicht zu dumm, aber so ist... Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Ja, okay. Es tut mir sehr leid, verdammt. Mein Herr. Wir akzeptieren... So steht... Verdammt! Mir geht's gut soweit. Es ist ordentlich warm draußen. Kann man als Organspender auch den ganzen Körper verkaufen? Es ist ein großes Organ. Körper selber ist es gilt nicht als Organ, oder? Die Haut gilt sogar als Organ. Gute Frage. Ein Organismus, ja, aber kein Organ. So, ich gehe mal wieder raus. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier mit der Brille anfangen muss. Ist ja schon gut. Was mache ich mit der Brille? Wie gesagt, mir fehlt halt irgendwo hier gerade der Kniff, wo es weitergeht. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Ich habe mir jetzt ernsthaft die Medikamente gegeben. Was war's? Ach, ein... Ja, einmal mit Ködern. Warum auch immer die Medikamente jetzt drin sind, aber... Huhu, nochmal. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber... Push. Okay. Das habe ich mir bereits geangelt. Wenn ich ein Angler wäre, ich brauche eine Angel. Beruhigungspillen habe ich da jetzt reingetan. Ja, abgelaufene Medikamente. Irgendwie sowas. Ich meine, ich habe in die Medikamentenrestekiste gegriffen und es einfach mitgenommen. Wer kennt sie nicht? Die gute Medikamentenrestekiste beim Arzt. Kennt ja wohl jeder. Aber jetzt frage ich mich... Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ja, aber ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Ich muss jetzt gerade irgendwie simulieren, dass ich Angler bin. Das versuch meine Sache. Das hab ich mir. Das kann ich. Ich mag. Und diese Kratzer da waren. Das hat zwar nichts gebracht, aber es hat auch nichts geschadet. Und diese Kratzer da waren bestimmt auch vorher schon dran. Huch. Ich kann ihr den Kopf.
Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Ja, klar, so eine Pullar sehen, gib ihm. Irgendwas, mein Diese Idee. Ich hätte schon fast. Kann ich die Erdnussschale da auch noch hinballern? Das hab ich mir bereits geangelt. Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl keinen Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Okay. Wie wär's, wenn ich ihm den Fisch einfach vor um die Nase halte? Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze ein pedalbetriebenes Tandemangel. Eine pedalbetriebene Tandemangel. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseite. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das nennt man Anglerglück. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Ich benutze einen Spezialköder. Ich denke, es wird auf den Spezialköder hinauslaufen, aber ich werde mal alles andere erst probieren. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich sag, es geht auf den Spezialköder. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten... Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laidback, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten... Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Die will ich nicht. Das sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Aber was ist... Warum habe ich denn jetzt da Medikamente untergeschummelt? Der ist doch noch gut. Okay, ich zeige ihm jetzt den Köder. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Hab ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. So wie er rumläuft, sieht er aus wie der Bettler schlechthin, in der Tat. Sagt ihr das mit den Pillen gleich? Ja... Ich will aber nichts gespoilert haben. Ich frage mich halt nur, warum ich das da jetzt reingeballert habe. Oh, der Tigerfisch ist tot. Hoffentlich finde ich eine Verwendung für diesen Fisch, bevor er stinkt. Das Fiasko mit den Sardellen wiederhole ich nur ungern. Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose ist. Diese Erdnüsse lasse ich lieber nicht zu nah an meine Sachen. Nicht, dass ich generell Angst vor Keimen hätte. Aber diese hier tragen Strumpfmasken.
Na, du hast schon richtig gemeint, weshalb du die Pillen gebraucht hast. Sollte kein Spoiler sein. Ja, aber weswegen habe ich die Pillen denn da reingetan? Ich meine, das war jetzt ein Trial and Error. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, was die Pillen in dem Köder gebracht haben. Hätte er sonst keinen Fisch gefangen? Wäre das der Trigger gewesen? Ich habe ja auch schon mit einem Schraubenzieher bei Doc sein Ding darum gefummelt, obwohl ich noch keine Ahnung habe, warum ich das kann. Das wäre tatsächlich interessant gewesen. Jetzt habe ich einen Tigerfisch. Ich weiß nur nicht, was mit einem Tigerfisch soll. Jetzt habe ich einen Tigerfisch und bin kein bisschen weiter. Und ich hatte mich schon gefreut. Den Fisch für Gold gefangen oder warum? Ich habe den Fisch vom Angler bekommen. Warum, weiß ich nicht. Du brauchst die Pillen, weil der Fisch sonst noch zappelt. Ah, und deshalb nicht von dir gefangen werden kann. Und die Pillen hat der Fisch mitgefuttert und deshalb hat er sich nicht gewehrt. Danke. Also, ich wollte gerade sagen, wenn ich das warum auch immer schon erledigt habe und ich raffe, wieso, dann ist ganz cool, wenn ihr mir das noch erklärt. Ah, Fisch auf Drogen. Ah, okay. Weil ich habe es einfach nur gemacht und dachte so, okay, ja, jetzt... Hat funktioniert, aber warum? Ne? Und das ist immer der Grund, warum man aus Scheitern, liebe Freunde, aus Scheitern, jetzt, pass auf, warte mal, 3D 5 Me, Moment. Das ist der Grund, liebe Freunde, warum ihr aus Scheitern mehr lernt, als durch billigen Erfolg. Denn durch Scheitern wisst ihr, wo dran ihr gescheitert seid und wo das Hindernis war. Beim billigen Erfolg habt ihr keine Ahnung, was ihr richtig gemacht habt oder was falsch. Es hat einfach funktioniert. Und ihr habt nichts gelernt. Beim Scheitern habt ihr was gelernt. So. Freut mich. Lektionsstunde. Sehr schön. So, jetzt habe ich einen Fisch. Und nun? Kann ich den Gadget Shop? Hoffentlich finde ich eine Verwendung für diesen Fisch, bevor das Fiasko mit den Sardinen. Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Kann ich in die Bananending schieben? Was ja bereits nützlich genug ist. Kann ich in den Lottomat schmeißen? Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Hm. Ich brauche lediglich meinen Zeige und mein. Nein, danke. Ich habe immer noch den Geschmack von dem Fischsaft im Mund, den es auf Bosos Kutter zu trinken gab. Ich wünschte fast, ich hätte meine Zahnbürste nicht einfach so entkommen lassen. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht. Verdammt. Ich brauche Geld. Okay. Du hast doch schon das Lied da. Wahrscheinlich muss ich nachher mit... ich muss wahrscheinlich nachher mit Goal Gondel fahren und dann muss das passende Lied sein. Romantisch. Welches von den Liedern ist denn romantisch? War das der Schrottlawinen-Tarantella? Scheiße. Ich wusste das mal. Ich hab einen Fisch, also wir könnten jetzt mit dir essen gehen. Hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon. Sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ich werde den immer noch witzig. Gibt's hier nicht mehr einen Jukebox-Hinweis? Hier gab's doch irgendwas. Willst du jetzt. Was gibt's auf. Sag jetzt in dem Fall voraus, Downtown, wenn du nee. Was gibt's auf dem. Sag in dem voraus, wenn du was mit dir kämpfst. Nee, bis später. Komm wieder. Was mit geholt? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Fernbedienung mit dir benutze? Beziehungsweise, was, wenn ich die Datasette mit dir benutze? Ach, das ist sowas von Teil 1. Ich habe jetzt eine Fernbedienung. Ich muss zuerst eine Datasette einlegen. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Okay, das war kombinierbar. Man kann den Zwerg mit Bart auch leihen. Siehe Plakat links von der Bar.
Oh, Moment, das schauen wir uns an. Ach so, das hier ist der Zwerg. Und das... Ja, die Schrift ist für mich nicht lesbar, aber gut zu wissen. Okay, dann probieren wir mal die Dataset an Goal. Oh! Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Welche Persönlichkeit ist das denn von ihr? Okay, da steht Rent. Gut zu wissen. Ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch die Löte zu bilden. die Birne zu löten. Gibt's Gulliver Gulli-Merch? Nach Gullivers Gulli-Pulli? Keine Ahnung. Jawohl, die haut erstmal weg. Sie ist lässig. Sie passt zu mir. Hä? Huh? Du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Dein Mund sagt zwar nein, aber deine Augen sagen ja. Dein Mund sagt ja, aber deine Augen sagen nein. Das hat sich so viel besser, wenn man ihn umdreht. Dein Mund sagt zwar ja, aber deine Augen sagen nein. Ach, finde ich den gut. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Patrock, ein wunderschön. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Okay, eine interessante Persönlichkeit. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Patrock, alles wird bei dir. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus? Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach... Mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Oh. Ist das immer ein Hinweis? Ich will da nicht draufklicken, weil die Leute gesagt haben, so, ey, da sollst du nicht draufklicken.
Wo ist Toni, wenn man sie mal braucht? Ich weiß gar nicht, warum ihr alle Toni so toll findet. Ich finde die bisher echt anstrengend. Ja, das ist ein Hinweis. Okay, Hinweis möchte ich nicht anklicken, richtig? Lieber Chat, Hinweis möchte ich nicht anklicken, oder? Hinweis möchte ich nicht anklicken, oder? Ja, willst du nicht erfüllen? Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst, um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt, warum bin ich nicht darauf gekommen? Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch. Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Matt, schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wär mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus... Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre, dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Okay, ich muss sie anscheinend lang genug reizen. Kriege ich wohl irgendwie hinten. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sledge, ja?